Der Geheimwaffenchef Hans Kammler und seine mehr als ein Dutzend Tode. Die Spur Kammlers verliert sich zwischen Österreich und Tschechien. Der SS-General verbrachte seine letzte Nacht in Ebensee. Dann verliert sich seine Spur. Ein Soldat aus Kammlers direktem Umfeld führt auf eine neue und erschreckende Spur. Angeblich soll Kammlers Fahrer, SS-Hauptscharführer Friedrich Baum, in Gmunden verstorben und beerdigt worden sein. Angeblich hat dieser Mann zwei Gräber, doch entspricht das der Wahrheit?